Amen, Amen. Ihr mögt euch setzen. Herzlich willkommen. Das soll heute ein besonderer Tag werden, den Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Ich hatte die Reise nach Afrika angekündigt und Gott hat wirklich über Bitten und über Verstehen Gnade geschenkt. Und wir hatten in 7 Städten 11 Versammlungen. Und in diesen 11 Versammlungen haben über 60.000 das Wort gehört. Stadien waren gefüllt, Menschen kamen von weit und breit. Und das genügte nicht. Es ist vom Fernsehen übertragen worden. Millionen haben mitgehört, haben mitgesehen, was verkündigt und was Gott in dieser Zeit tut. Für mich war es die gewaltigste Reise. Seit 35 Jahren bin ich im Lande gewesen, in vielen Städten, regelmäßig alle 3, 4, 5 Jahre besucht und das Wort verkündet. Aber die Frucht, die wir diesmal gesehen haben, war einfach eine Überwältigung. Nur um das noch zu erwähnen, und ich bat unseren Bruder Fitzek, dass er ein paar Minuten von diesen Versammlungen Ausschnitte macht, die wir jetzt gleich sehen können. Nur 15, 16 Minuten, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, wie es in Afrika zugeht, wenn das Wort des Herrn verkündigt wird und die Menschen von weit und breit kommen. Ja, in Lubumbashi geschah es, dass ich zum Hotel zurückkam und ein netter Herr kommt auf mich zu und sagt, ich bin der Gouverneur dieses Staates. Ich habe die Predigt mitgehört und mitgesehen und bedanke mich bei Ihnen von Herzen und sagte noch, Gott segne Sie. Was ich in den Tagen erlebt habe, hat jedes Maß überschritten. Gott hat wirklich Gnade geschenkt. Ja, der Präsident Mr. Kabila hat mir persönliche Grüße übermittelt. Vor 3 Jahren war sein Fahrer mein Fahrer. Diesmal war er mein Übersetzer. Gott hat wirklich im ganzen Lande Großes und noch einmal Großes getan. Und ich sehe Bruder Löscher hier. Er hat den letzten Teil der Reise miterlebt. Vielleicht wird er uns ein paar Worte sagen. Was soll schnell als nächstes geschehen? Sollen wir eben ein paar Minuten schauen, damit ihr einen Einblick bekommt in das, was Gott auf Erden tut? Machen wir es eben. Nicht ohne Wenn und Aber. Gleich laufen lassen. Die Zeit vergeht sehr schnell. Wir haben
Thank you.
the Zechariah's in the temple. Accompanied by the archangel and the trumpet of God.
Ich bin davon ausgegangen, dass alle die Predigt in Englisch verstehen würden. Sonst hätten wir ja übersetzen müssen. Aber ihr merkt es, in der englischen Sprache ist die Predigt einfach gewaltiger und wuchtiger. Und besonders, wenn man die Volksmengen sieht und miterlebt. Bruder Löscher, sag uns schnell ein paar Worte von den Eindrücken, die du hattest. Ja. Nun, wir sind auch sehr dankbar gewesen von dieser Delegation, oder an dieser Delegation teilzuhaben. Wie die Brüder aus Afrika das nannten, es waren Brüder aus Frankreich, Belgien, unser Bruder Miro aus der Slowakei und mein Bruder Bernd und Freund, der hat mich angerufen, ob wir das kurzfristig entscheiden können, nach Afrika zu fliegen. Dann haben wir das in 2-3 Wochen entschieden und Gott hat dazu Gnade geschenkt. Und ich muss sagen, es war eine Reise von unermesslichem Wert, nicht nur für unsere Brüder in Afrika, sondern auch für uns, die daran teilgenommen haben. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wieso kann es sein, dass unsere Brüder in Afrika in diesem Ausmaß gesegnet sind. Und für mich ist die Antwort nur der, dass sie den Dienst unseres Bruders mit vollem Herzen aufgenommen haben. Sie unterstützen es aus vollem Herzen. Ja, unser Bruder aus Likasi hat es sogar betont oder hat Bezug genommen auf diese Vision, was Bruder Branham hier hatte in Zürich, dass also der deutsche Adler nicht über Asien gesehen wurde, und nicht über Amerika, auch nicht über Europa, sondern eben über Afrika. Nicht? Und das ist so ein großer Segen für unsere Brüder. Ja, vielleicht sage ich euch nur 2-3 Sequenzen. Unser Bruder, wenn er ankommt am Flughafen, am internationalen Flughafen von Kinshasa, ist schon alles organisiert. Es ist die Polizei da mit dem Motorrad, es ist das Auto da, es rollt direkt vom Rollfeld und es geht direkt zu den Versammlungen. Er ist der höchste Mann im Staat in dem Moment. Es ist so. Es ist halt so, ne? So. Und ja, in Kinshasa nach dieser gewaltigen Versammlung kam ein Bruder nach vorne, nachdem er schon abgereist war, und sagte, ich möchte, dass ihr das wisst, wir kommen vom tiefsten Urwald. Und das sagt mir, wie sehr die Arbeit unserer Brüder geschätzt wird, die dort im Lande die Arbeit tun. Also es ist, hat man mir gesagt, um die 1400 Kilometer, was er gemeint hat, ne, dass die kommen. Er sagt, selbst dort im Urwald ist es uns bekannt, die Botschaft ist uns bekannt, wir sind damit voll vertraut. Ja, der Herr hat uns gesegnet und die Brüder besonders in Afrika und möge Gott dasselbe tun. Es ist eine Familie, das konnten wir feststellen nach unserer Ankunft schon. Ja. Wir fühlten uns sofort zu Hause, nicht wahr? Ne? Ja. Es ist wie eine Familie Gottes, wie eine große Familie. Ja. Amen. Dankeschön. Dankeschön. Unser Bruder Löscher, geboren in Rumänien, und als ich jetzt am letzten Wochenende in Rumänien war, muss ich einfach sagen, das, was die Kongo-Republik in Afrika ist, das ist Rumänien in Europa. Seit meinem ersten Mal 1968, als ich mit dem Auto nach Rumänien gefahren bin, hat Gott Gnade geschenkt, Türen und Herzen geöffnet und Brüder
haben zusammen gearbeitet und wir haben die Frucht gesehen. Am letzten Freitag in Bukarest, am Fernsehen in Bukarest, eine ganze Stunde Interview. Und ich sage euch, es war urgewaltig, dass der Mann, der wohl der Chef des ganzen Senders ist, dem Bruder Daniel anschließend sagte, die Gegenwart Gottes habe auch ich verspürt. Ein Mann, der das Fernsehen leitet und das Interview geleitet hat. In der ersten Versammlung über 800, in der zweiten in Timișoara über 2000, in der dritten etwa 1100. Und es ging einfach über die Maßen, konnte man sehen, was Gott in all den Jahren getan hat. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass es mich ein bisschen betrübt, wenn es nur in anderen Ländern geschieht und nicht bei uns. Woran liegt es? Woran liegt es? Lasst uns glauben und vertrauen, der Herr wird alles wohl machen. Und wie Bruder Löscher schon sagte, es war eine kritische Zeit für die Kongo Republik, denn am 11. Juli 1960 ist das Land in die Unabhängigkeit gekommen von Belgien, war ja vorher Belgien, und dann wurde es ja Zaire, und gerade im Juli um die Zeit geschieht es, dass Demonstrationen und manches noch geschieht. Und deshalb die Polizeieskorte vor uns her. Ja, die Polizei saß bei mir im Auto neben dem Fahrer mit Gewehr im Anschlag. Es war so gesehen eine kritische Zeit, aber Gott hat Gnade geschenkt, vom Bürgermeister empfangen. Wirklich alles, was möglich war, hat Gott möglich gemacht, dass die letzte Botschaft vielleicht zum letzten Mal verkündigt werden konnte. Millionen haben sie gehört und werden ihre Entscheidung treffen. Dann haben wir heute einen lieben Besuch aus Brasilien. Und wir bitten unseren Bruder Jean Bautista, uns doch zu grüßen. Und Bruder Miskis, der ja auch in Brasilien geboren ist, wird ihn übersetzen und auch noch ein paar Worte sagen. Bem-vindo aqui. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Alle grüßen in den Namen des Herrn Jesus Christus. É um grande prazer e alegria para mim estar conhecendo os irmãos. Estou tão longe de casa, não é? Ich bin so weit weg von daheim. Mas eu fico muito feliz e alegre. Ich bin sehr glücklich und freudig. Em saber que aqui na Suíça, também como na Alemanha, em outras partes, na África, existem aqueles que foram predestinados por nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Por isso estou muito alegre e feliz de poder participar com os irmãos. Trago também minhas saudações dos irmãos do Brasil. Em especial o pastor Domingos Leonel. Assim, deixo esta saudação com todos.
Grüße für euch. Que Deus alle. Abençoe a todos em nome de Jesus. Dass Gott euch alle segne im Namen des Herrn Jesus. Ja. Danke. Danke schön und gib Grüße zu. Wolltest du noch ein paar Worte? Nicht? Ja. Nur, ich freue mich, dass der Herr so wunderbar wirkt und unseren Bruder so wunderbar gebraucht. Das kann ich nur sagen, zur Ehre des Herrn. Gott segne dich. Alles nur Gnade. Wir tun, was der Herr uns geboten hat. Und er lässt das Wort nicht leer zurückkehren, sondern es richtet aus, wozu er es sendet. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man das alles so persönlich miterlebt, wie unsere Brüder und Schwestern sich freuen, das Wort Gottes gehört zu haben. Und ich habe in jeder großen Versammlung gefragt, ob das Wort der Stunde, die Botschaft, auf- und angenommen wurde. Ich habe sogar gefragt, ob sie denn auf den Namen Jesu Christi getauft sind. Und wenn ihr dann tausende Hände hochgehen seht, das erfüllt mich mit Dankbarkeit dem Herrn gegenüber, dass die Herausrufung, die Zubereitung, dass alles vonstatten geht und dass alle, die dazu berufen, ja auserwählt sind, dass sie das Wort, das Gott für diese Zeit bestimmt hat, hören und auch aufnehmen. Und wie unser Bruder Löcher sagte, es war wirklich hier in Zürich im Juni 1955, als Bruder Brenhem den deutschen Adler durch Afrika fliegen sah, und er hatte solch ein inniges Verlangen, nach Afrika zurückzugehen, denn er hatte ja in Kapstadt, in Cape Town, die größten Versammlungen, das Fußballstadion mit über 300.000 Menschen war überfüllt. Er hat darüber gesprochen, was Gott Großes getan hat und auch darüber, wie viele gerettet und dann auch darüber, wie viele geheilt worden sind. 7 Lastwagen mit Betten und Bahren und Krücken sind vollgeladen worden und der Umzug ist durch Durban gewesen. Und der Sidney Smith, der Bürgermeister, der das alles miterlebt hat, kam dann zu Sidney Jackson, meinem uralten Freund und der Freund Bruder Brenhams, und sagte, ich kann nicht anders, ich muss mich biblisch von dir taufen lassen. Der Bürgermeister ist mit ins Wasser gegangen und Sidney Jackson hat ihn getauft. Gott hat Großes, Großes getan. Und wie eben sagte, das Herz Bruder Brenhams war so gefüllt, er wollte zurück. Und siehe da, es ward ihm nicht mehr vergönnt. Aber seit er zum Herrn genommen wurde, haben wir doch all die Städte in Südafrika, in allen Nachbarländern betreut, ob es Durban war, ob es Kapstadt, Port Elizabeth oder Pretoria oder Johannesburg. In all den Städten hatten wir Großversammlungen, um das Wort der Stunde zu verkündigen. Und überall hat der Herr herausgerufen, Gott nimmt seine Propheten, aber die Botschaft, die auch Bruder Brenhem gebracht hat, war die Botschaft des Wortes,
mit allen Verheißungen einbezogen, die Gott uns für diese Zeit aus Gnaden geschenkt hat. Wir könnten auf viele, viele Bibelstellen eingehen, die mir auf dem Herzen liegen. Man kann ja kaum die Bibel aufschlagen, ganz gleich wo. Das Wort wird lebendig, es spricht, es ist ein geoffenbartes, herrliches Wort, das Gott uns geschenkt hat. Nicht ein Buchstabe, sondern wirklich das gewaltige Wort des Herrn. Und hier im 2. Korinther, im 4. Kapitel, 2. Korinther, 4. Kapitel, hier steht in Vers 5 und 6 geschrieben, denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da geboten hat, aus der Finsternis strahle das Licht hervor, der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen. Nicht nur, dass Gott am Anfang gesprochen hat, es werde Licht und es ward Licht. Wie oft hat Bruder Branham Sacharja 14, Vers 6 und 7 erwähnt, es wird Licht sein zur Abendzeit. Wie oft hat er darüber gesprochen, dass der Herr sich in dem übernatürlichen Licht herabgeneigt hat, dass das Wort für unsere Zeit übernatürlich geoffenbart wurde und wir sind in den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes eingeführt worden. Wie schon gesagt, man kann Kapitel für Kapitel aufschlagen und vorlesen, wie zum Beispiel in Titus, dem ersten Kapitel, Titus, erstes Kapitel, die ersten Verse, ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt. Auserwählt um der Auserwählten willen, bestimmt um derer willen, die vorherbestimmt wurden, das Wort der Stunde, das Wort der Wahrheit zu hören, von allen Deutungen zurückgebracht wurden, aus der babylonischen Gefangenschaft befreit wurden, um das klare und wahre Wort Gottes zu hören, zu glauben und geoffenbart zu bekommen. Dann in Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Was haben wir, geliebte Brüder und Schwestern, in den vergangenen Versammlungen betont? Die Verheißungen Gottes. Gott wacht über seinem Wort, um zu erfüllen, was er verheißen hat. Und dazu gehört auch die verheißene Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und in Vers 3 steht in Titus 1 geschrieben, kundgetan aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt
die, mit der wir oder ich im Auftrage Gottes, unseres Herrn, betraut worden bin. Verheißungen gegeben. Aber als die Zeit der Erfüllung kam, hat Gott Sorge dafür getragen, dass der ganze Heilsratschluss verkündigt werden konnte. Denn immer als die Zeit erfüllt ward, und sagen wir es ruhig, auch wenn andere uns deswegen missverstehen, sagen wir es getrost, wer das Wort für diese Zeit nicht glaubt, glaubt an Gott vorbei. Und wir müssen glauben, wie die Schrift sagt. Anders geht es nicht. Einen anderen Glauben haben alle, wirklich alle. Ihr könnt von Kirche zu Kirche, von Freikirche zu Freikirche gehen. Alle glauben etwas. Aber wahre Kinder Gottes glauben das wahre Wort Gottes. Sie deuten nichts, sie fügen nichts hinzu. Und auch das Wort aus dem 1. Johannesbrief, dem 4. Kapitel, ist mir einfach so groß geworden, dass ich es überall in den Predigten auch wiederholt habe. 1. Johannes, 4. Kapitel, hier wird uns sehr deutlich gesagt in Vers 4, spricht der Mann Gottes die wahren Kinder Gottes an und sagt, ihr seid aus Gott, Kindlein, ihr seid aus Gott, ihr seid aus Geist und Wort wiedergeboren, ihr seid Söhne und Töchter Gottes, ihr seid aus Gott, Kindlein. Ja, ein Kind muss gezeugt, muss geboren werden, ehe wir im natürlichen Kinder werden, muss eine Geburt stattfinden. Und dasselbe Wort im Griechischen ist für Zeugung und Geburt. Ein und dasselbe Wort, weil durch die Geburt das Gezeugte hervorkommt. Und wenn Johannes schreibt, ihr Kindlein seid aus Gott, dann seid ihr Söhne und Töchter Gottes, aus Gott, aus dem Wort, aus dem Geist geboren. Und weil ihr aus Gott seid, hört ihr die Stimme Gottes. Das haben wir dann in Vers 6 bestätigt bekommen, wo er auf sich und auf alle Brüder Bezug nimmt, die das Wort verkündigen. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Wir würden sagen, ist das nicht Anmaßung, dass ein solcher Mann einen derartigen Ausspruch tut? Ihr seid aus Gott, Kindlein. Und wir, die wir euch das Wort verkündigen, wir sind auch aus Gott. Und wenn ihr wirklich aus Gott seid, dann hört ihr das Wort, das wir euch verkündigen. Und daran wird offenbar, dass ihr und wir aus Gott sind. Die Übereinstimmung zwischen der Verkündigung und der Zuhörerschaft, dass geglaubt wird, von Herzen geglaubt wird, was verkündigt worden ist. Denn, so steht es geschrieben, wer hat unserer Predigt Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und dazu kann man immer das Gleiche sagen. Wer der wahren Predigt
des Wortes Glauben schenkt, dem wird der Arm des Herrn offenbar. Und wer das geoffenbarte Wort aufnimmt, da wird es Licht, da wird es Licht. Denn unser Herr spricht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist eines der stärksten und gewaltigsten Aussprüche eines Gottesmannes, so wie wir es hier in der Bibel finden. Wir aber sind aus Gott. Jeder kann das sagen. Und was sagt die Schrift in Offenbarung 2? Du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben, und hast Lügner in ihnen erkannt. Nur zu sagen, wir sind aus Gott, genügt überhaupt nicht. Wenn wir aus Gott sind und unsere Verkündigung von Gott stammt, dann muss sie mit Propheten und Aposteln, dann muss sie mit dem Alten und Neuem Testament übereinstimmen. Dann muss die Lehre heute so sein, wie sie damals war. Und deshalb werden wir zum Ursprung zurückgebracht, weil unser Bruder aus Brasilien hier ist, fällt mir Folgendes ein. Man hat ja viel von dem neuen Papst gehört und sein Besuch in Rio de Janeiro und Weltjugendtag und so weiter. Und die Presse hat ja geschrieben, noch vor Jahren waren 92% im ganzen Lande erzkatholisch. Jetzt sind es noch 64%. Und all die Prozente, die dazwischen liegen, haben sich Charismatiker jeder Art einverleibt. Charismatik hin, Charismatik her, Millionen Gebäude. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Volk neu irregeführt. Von der Wahrheit wollen sie alle nichts hören. Haben eine neue Religion eingeführt mit viel Musik und Tamtam. Also nicht ein Wechsel der Religion oder der Kirche, sondern eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist durch das Wort Gottes. Und die Verbindung zu Gott muss gefunden werden. Gott hat doch nicht bestimmt, dass wir Religionen wechseln. Gott hat es doch so bestimmt, dass wir umgewandelt werden im tiefsten Inneren unseres Wesens und dass wir die Gnade Gottes persönlich erleben. Noch einmal die Betonung auf dieses herrliche Wort. Wer aus Gott ist, hört auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Also, wo immer der Geist der Wahrheit tätig ist, wo immer das Wort der Wahrheit verkündigt wird, da offenbart es Gott den Seinen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann der Unterschied zwischen dem Geist der Wahrheit und dem Geist der Täuschung. Ich habe eben die charismatischen Bewegungen erwähnt. Was hilft es den Menschen, wenn sie das bisschen Vermögen, das sie noch haben, diesen Männern opfern, und sie opfern alles. Denn die Hauptsache in der Charismatik ist der Gedanke des Wohlstandsevangeliums, in Englisch Prosperity Gospel. Prosperity Gospel ist das Hauptthema.
Alles andere nur am Rande. Und dieses Wohlstandsevangelium bedeutet für diese Quacksalber, dass alle Leute ihnen das Geld bringen werden, damit sie reich werden. Sie meinen, das Volk soll reich werden, sie selber haben sich aber zu Millionären gemacht. Und was spricht unser Herr in Matthäus 24? Es werden viele falsche Propheten, falsche Christus, einerseits gesalbt, andererseits falsch. Und deshalb müssen wir betonen, zurück zu Gott, zurück zum Wort, zurück zum Anfang, wie Bruder Brenham es in den vielen Botschaften deutlich verkündigt und gesagt hat. Wir sind einfach dankbar. Ich bin dankbar, dass wir jetzt leben dürfen. Vielleicht zwischendurch noch eine Sache mit Israel. Ihr wisst ja genau, dass wir mit Israel inniger verbunden sind wie mit dem eigenen Lande. Also ich bin mit Jerusalem wesentlich inniger verbunden wie mit Berlin. Also da mache ich doch gar keinen Hehl draus. Jerusalem, Jerusalem. Hier eines der neuesten Fotos im Internet. Eines der neuesten Fotos im Internet. Der Saal des letzten Abendmahls wird der katholischen Kirche übergeben. Es war ein Punkt von den 21 Punkten, über den seit genau 20 Jahren verhandelt wurde, seitdem diplomatische Beziehungen aufgenommen wurden. Ob es Kerry ist oder wer es ist, alle üben Druck auf Israel aus, alle bedrängen Israel. Ihr Lieben, das beschäftigt mich ganz besonders, weil doch geschrieben steht, dass die Belehrung vom Berge Zion ausgehen wird und das Wort Gottes von Jerusalem. Und gerade in dem Saal, in dem das letzte Abendmahl stattgefunden hat, die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat, in dem Saal, wo wir oft als Gruppe gesungen haben, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehe, oh bleib nicht fern. Da wird jetzt der Orden den ganzen Raum in Beschlag nehmen, so dass die Katholiken der ganzen Welt einen Wallfahrtsort auf dem Berge Zion im Abendmahlsaal, da wo die Gemeinde begonnen hat. Ich finde dafür keine Worte, ich will auch nicht viel darüber sagen, aber mich betrübt es. Und wisst ihr, was noch zu meinem Herzen spricht? Jetzt ist die Vertragsschließung in greifbare Nähe gerückt. Alle anderen 20 Punkte waren unter Dach und Fach. Jetzt der letzte Punkt. Und dann ist es soweit, dass der Vertrag geschlossen, der dann in der Mitte gebrochen wird. Und dann wird das Volk Israel noch einmal für 3,5 Jahre unter die Herrschaft, zumindest Ost-Jerusalem, wie in Sacharja 14 geschrieben steht und in Daniel 7, 25 geschrieben steht. Aber ich sage euch, wir sind dem Ende sehr, sehr nahe. Und wer die Entscheidung für den Herrn treffen möchte, schiebe es nicht auf morgen oder gar auf übermorgen. Der treffe heute die Entscheidung vor Gott, dem Herrn.
denn der letzte Ruf ergeht. Und wenn die letzten gerufen sind, dann wird die Gnadentür zugehen. Wir haben eine direkte Verantwortung vor dem allmächtigen Gott. Die letzte Botschaft am Ende der Gnadenzeit zu bringen. Und um das auch nochmal zu erwähnen, im 2. Petrus, im 3. Kapitel stehen doch sagenhaft merkwürdige und besondere Worte. 2. Petrus, 3. Kapitel, hier geht es in Vers 2, 2. Petrus 3, Vers 2 steht geschrieben, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Hier hat der Mann Gottes im Neuen Testament das, was Propheten gesagt haben und das, was Apostel verkündigt haben, zusammengefasst und gesagt, bitte haltet daran fest, haltet es in eurer Erinnerung. Und dann kommt Vers 4, was die Spötter sagen werden und sagen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? In Deutschland haben wir einen sehr guten Geschichtsschreiber, ja vielleicht auch Gerichtsschreiber, beides. Ich will seinen Namen nicht nennen, aber der hat wirklich darüber gespottet. Sonst ein einigermaßen guter Kirchengeschichtsmann, aber der Spott galt der Verheißung der Wiederkunft Jesu Christi. Und er kam zu dem Schluss, dass der Herr alle getäuscht hat und die Verheißung nicht erfüllt worden ist. Aber wir wissen doch, dass Gott zur rechten Zeit alles geschehen lässt. Immer wenn die Zeit erfüllt ist, dann geschieht es doch. Und die Spötter werden sich dann auch noch wundern, denn es wird ja geschehen. So wie der Herr es verheißen hat, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Aber noch zwei gewaltige Gedanken. Der eine in Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr ist mit der Erfüllung seiner Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen, sondern er übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Und wisst ihr, was direkt danach kommt? Direkt in Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen. Einfach wunderbar geordnet. Die Wiederkunft Christi. Und dann kommen aber wird der Tag des Herrn. Und dann die Verheißung. Ehe der Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia, der alles wieder in den rechten Stand bringen wird. Dank sei Gott für sein heiliges Wort, für die Zusammenhänge seines wunderbaren Wortes, die uns den ganzen Heilsratschluss, ja, man kann sagen, vollkommen vor Augen führen. Und dann noch Vers 14. Darum, Geliebte, seid in Erinnerung oder in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden.
nicht nur von der Wiederkunft des Herrn spreche, nicht nur davon, dass Gott einen Propheten senden wollte und gesandt hat, sondern dass wir aus der göttlichen Botschaft, aus Gnade, hören, glauben, innerlich mit Gott verbunden werden und unsere persönliche Zubereitung aus Gnaden erleben, dass keine Enttäuschung, sondern der glorreiche Morgen für uns alle anbricht. Petrus als Apostel, als Gottesmann sagt: darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Möge das unser aller Ergebnis sein. Mögen wir, die wir in dieser Zeit begnadigt wurden, das Wort mit allen Verheißungen zu hören und zu glauben, zu der Schar gehören, die weiß gekleidet, im Blute des Lammes gewaschen, mit dem Heiligen Geist versiegelt, auf den Tag der glorreichen Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, schauen, ja zubereitet werden, um unsträflich vor ihm im Frieden erfunden zu werden. Ist das möglich? Natürlich. Das ist wirklich möglich, ohne eigene Anstrengung. Und ich glaube nicht, dass in einem einzigen Gotteskind ein Verlangen wäre, etwas gegen den Willen Gottes zu tun oder irgendetwas Verbotenes zu tun. Weshalb denn? Es gibt doch genügend Gutes, das wir tun können, um vor dem Herrn zu bestehen. Gott hat für alles gesorgt, hat eine völlige Erlösung geschenkt. So haben wir es im Einleitungswort mitgehört und mitgelesen. Mehr hat Gott nicht tun können. Er hat alles getan. Unsere Schuld, unsere Sünde ward auf das Lamm Gottes gelegt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Durch sein Blut sind wir erlöst. Matthäus 26, 26, dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Es ist für dich und für mich vergossen worden. Wir haben es angenommen, haben die Vergebung, die Versöhnung, die Gnade und das Heil unseres Gottes erleben dürfen. Gott ist mit der Erfüllung der Verheißung nicht säumig. Sofern die Zeit da ist, wird es geschehen. Ihm sei Dank, der den letzten Ruf ergehen lässt. Und lasst mich auch das noch sagen. Als ich zurückkam aus Afrika und dann auch aus Rumänien, da sagte unser Bruder Jean Lambert: Hör mal, Bruder Frank, wir haben jede Versammlung, die du in Afrika gehalten hast, mitgehört und miterlebt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet, dass Menschen auf der ganzen Erde hören, erleben dürfen, sogar wenn eine Versammlung im Busch gehalten wird. Ich habe es wohl irgendwann erwähnt, es gibt eine Stadt in der Kongo-Republik, die noch keine feste Straße hat, nur Lehmstraßen, ungefähr wie nach der Sündflut. Aber die Technik,
Jeder Bruder hat vielleicht zwei Telefongeräte. Alle sind aus, stimmt's, Bruder Löscher? Alle sind ausgerüstet und die gesamte Übertragung kann stattfinden aus einer Stadt im Busch, wo man, wie gesagt, noch gar nicht vernünftig mit dem Auto hinfahren kann. Das ist ein direktes Geschenk des allmächtigen Gottes, dass wir so durch Übertragung das Wort des Herrn, wo und wann es gepredigt wird, von aller Welt gehört werden kann. Und so wird Bruder Frank sein 80. Lebensjahr wohl doch beschließen können und danach die Leute erreichen, ja, eben per Internet erreichen. Aber der Wille Gottes geschehe. Ich bin bereit, bis zum letzten Atemzug das kostbare, heilige und teure Wort Gottes zu verkündigen. Die letzte Reise war die schwerste. Ich muss und hoffe, dass es die Brüder hören. Es war die bestgeplanteste, die bestorganisierteste Missionsreise, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ob Privatjet, ob Helikopter, alles war geplant, alles war organisiert. Ich brauchte nur noch Ja zu sagen, einzusteigen, auszusteigen, wieder ein- und auszusteigen und zur Versammlung und zurück. Das Allergewaltigste war ja die Überraschung, Bruder Löscher, du lächelst jetzt, war die Überraschung in Kinshasa. Da haben die Brüder mir einen DIN A4-Bogen mit 7 Fragen übergeben und gesagt, Bruder Frank, auf dem Wege zum Flughafen werden wir noch eine kleine Versammlung haben und es wäre gut, wenn du diese Fragen beantworten könntest. Ja, und was geschah? Wir sind auf dem Wege zum Flughafen und plötzlich biegt der Chauffeur links ab und wir kommen in ein Open-Air-Stadion und da stehen 5700 Plätze und alle sind voll und der Rest musste stehen auf dem Wege zum Flughafen. Brüder und Schwestern, Gott hat einen Hunger gesandt, einen Hunger, sein Wort zu hören. Und wie auch erwähnt wurde, die Brüder zu Fuß, mit Bus, mit Fahrrad über 400 Kilometer gekommen, um das Wort des Herrn zu hören. Möge Gott alle segnen, die das Wort gehört, aufgenommen haben im Glauben und geoffenbart bekommen. Ich könnte über viele Völker berichten, über das, was Gott überall tut. Aber der Anlass heute war einfach gegeben, über diese beiden Reisen zu berichten, die wirklich der Höhepunkt in meinem Leben, in meinem Dienst für den Herrn waren. Und ich sage euch, die Frucht ist hervorgekommen. Die Saat hat stattgefunden, die Frucht ist hervorgekommen. Und wie vorhin schon erwähnt, wenn man dann fragt, ob sie alle biblisch glauben, biblisch getauft sind, wenn dann das Amen, wenn dann die Hände hochgehen, das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Gott dem Herrn gegenüber. Und es wird sich gelohnt haben. Und wie der Herr mir im Januar 1981 gezeigt hat, es wird eine große, unzählbare Schar sein, die an der Entrückung teilnehmen wird. Und ihr alle, die jetzt glaubt, werdet dabei sein. Das ist die Verheißung, die Gott uns in seinem Worte gegeben hat. Ihr braucht euch darüber gar keine Gedanken mehr zu machen. Werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen? Was haben wir
im Einleitungswort gehört und hat uns mit Christus in die Himmelswelt versetzt. Nehmt es an und dankt dem Herrn dafür. Lasst uns aufstehen und Gott danken. Singen wir: So wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut verspricht von Sünden frei. Vor Gott verharren, lasst mich fragen, ob besondere Gebetsanliegen, besondere Fürbitten, sei es für euch persönlich oder für jemand anders, wenn sie in unserer Mitte sind, hebt kurz die Hand, haben wir überall, überall, überall. Großer Gott, hier braucht nicht weiter gefragt zu werden. Hier kann gesagt werden, oh, dass du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Denn alles ist möglich dem, der da glaubt, und denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. So steht's geschrieben, so glauben wir's und so dürfen wir's erleben. Treuer Gott, segne all meine Brüder, all meine Schwestern mit Glauben, mit Zuversicht. Das Hebräer 11, Vers 1, bei ihnen allen wahr wird. Der Glaube ist ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was Gott verheißen hat, obwohl man es noch nicht sieht, aber weiß, was Gott verheißen hat. Das hat er schon gegeben. Wie sollte er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Geliebter Herr, ich danke dir für das volle Evangelium und ich danke dir für die volle Wiedererstattung und ich danke dir für die volle Bestätigung deines Wortes. Du bist derselbe. Alle Anliegen bringen wir dir, o Herr, und danken dir, dass du alle Gebete erhört hast und dass alle nach Hause gehen können in der Erwartung, dass du geantwortet hast. Und wenn es nicht am gleichen Tage geschieht, dann glauben wir, dass es am nächsten geschieht. Und wir wissen, dass es geschieht, weil Gott es in seinem Worte gesagt hat. Geliebter Herr, alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Wir als Kinder der Verheißung glauben das Wort der Verheißung und dürfen alles aus Gnaden miterleben.
Gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir, dass du dein Erlösungswerk zum Abschluss bringst und dass wir Anteil daran haben dürfen. Und jetzt bitten wir gemeinsam, geliebter Herr, dass wir all die 1000 Millionen, die dein Wort gehört haben, dass du weiter zu ihnen sprichst, herausrufst, wer zum ewigen Leben bestimmt ist, und alle, die zur Braut gehören, dass sie ihre Erwählung aus Gnaden festmachen und jede Verheißung und jedes Wort glauben. Gemeinsam danken wir dir, geliebter Herr, für die Sendung deines Knechtes und Propheten, ohne den wir keine Orientierung gehabt hätten, keine Botschaft, die wir hätten predigen können. Geliebter Herr, du hast alles geordnet, wunderbar geführt und geleitet. Geheiligt werde dein Name unter deinem Volke. Und wir glauben, was du geredet, und wir erleben, was du verheißen hast. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja. Amen. Und alles Volk sage Halleluja. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. O Herr, gelobt sei der Herr. Halleluja, Halleluja. Als wir vorhin 477 gesungen haben, dachte ich, dass wir 478 schon lange nicht mehr gesungen haben. Vielleicht sind noch einige, die es nicht kennen. Lasst uns 478 singen. Fort, fort, mein Herz zum Himmel zu. Gott segne noch alle Geber und alle Gaben. Euch danke ich für die Gebete, die mich begleitet haben und die Gott erhöht hat. 478, lasst uns zügig singen zur Ehre des Herrn im Glauben. Thank you.
deinen dich umfangen, in ewig süßer Ruhe, vor Gott zum Himmel zu. Wie doch ist mein Verlangen, in deinen Willen ruh, mein Herz soll an dir hangen, und was du sagst du. Ich will hier warten stehen, bis mich dein Mund heißt gehen, fort, fort zu deinem. Dazu sagen wir alle Amen. Seid ihr froh, heute hier gewesen zu sein? Amen. Gott tut Großes, ihm sei die Ehre. Gedenkt meine weiter in euren Gebeten. Auch mein Wunsch ist, dass der Wille des Herrn geschieht. Nochmals besten Dank, dass ihr meine in euren Gebeten gedenkt. Und möge Gott auch alles segnen, die heute online angeschlossen sind, wirklich überall. Und besonders zu meinen Freunden in Edmonton, Kanada. Gott, der Herr, segne aus dem Reichtum seiner Gnade. Unserem geliebten Bruder Bautista geben wir Grüße mit nach Brasilien. Grüß an all unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Auch in Brasilien hat Gott Bruder Frank vor zig Jahren gebraucht, um den Anfang zu machen. Da stehen noch zwei alte Heidelberg-Maschinen, die wir vor zig Jahren gekauft haben, um die Predigten Bruder Brenhems in der portugiesischen Sprache drucken zu können. Gott hat es einfach so gefügt, dass wir Anteil an allem haben konnten von Anfang an, dass der Herr irgendwo auf Erden getan hat. Ich habe es euch ja wohl vorhin gesagt, als die Brüder in Rumänien mich fragten, Bruder Frank, weißt du überhaupt, in wie vielen Städten du in unserem Lande gepredigt hast? Ich dachte, 3, 4, 5. Und es sind genau 19 Städte, 19 Orte in ganz Rumänien, in denen ich seit 1968 gepredigt habe. Und auch da hat Gott die Brüder mit Einmütigkeit gesegnet, mit Zusammenarbeit gesegnet, und die Saat ist aufgegangen und Tausende glauben das geoffenbarte, teure und heilige Wort Gottes. Wollen wir auch bitte für Zentraleuropa beten, dass Gott einen Durchbruch schenkt, eine neue, die nicht wir machen können, aber der Geist Gottes vermag zu wirken. Und wir sind offen für das Wirken Gottes. Der Herr, der allmächtige Gott, segne euch alle. Er segne euch alle, segne uns alle. Segne unseren Bruder und auch besonders unseren Bruder Helmut Miskis, der sein Leben dem Herrn ganz geweiht hat. Es ist ein Unterschied, ob irgendjemand dem Herrn ein paar Stunden weit oder ob irgendjemand dem Herrn das ganze Leben weit. Vom Aufgang der Sonne bis Mitternacht. Wer übersetzt, weiß, wie viel Zeit zum Übersetzen nötig ist. Und er weiß, was E-Mail-Betreuung ist. Über 4000 E-Mail-Verbindungen allein in der portugiesischen Sprache. Wer weiß, was Betreuung bedeutet, der weiß, wie viel Zeit benötigt. Gott segne
unseren geliebten Bruder Helmut Miskis und er segne das Werk, das getan wird. Gott segne Bruder Etienne Gentor. Gott segne alle Brüder in allen Sprachen. Was habe ich gehört? Von Palermo ist das Signal ausgegangen, das irgendwo gehört worden ist. Alle Brüder sind mit uns im Herrn verbunden und alle sorgen dafür, dass gehört und gesehen werden kann in der ganzen Welt. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei die Ehre. Lasst uns aufstehen. Wer von euch Brüdern kommt noch, um dem Herrn zu danken? Bitte, bitte, ja. Ja, mein Gott, ja. Oh Gott. Großer Gott, oh Herr, ich danke dir für deine große Liebe und Treue. Halleluja. Danke dir von ganzem Herzen für den heutigen Gnadentag, den du uns geschenkt hast. Für dein gewaltiges Reden, Herr, auch für den gewaltigen Missionsbericht von Afrika möchte ich dir herzlich danken, dass immer noch offene Türen da sind, Menschen hören und annehmen. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Schenke, dass der heutige Tag in die göttliche Heilsgeschichte eingehen wird. Bei uns allen. Herr, ich danke dir. Für das große Vorrecht, mein Gott, dass wir dein Eigentum aus Gnaden sein dürfen seit Grundlegung der Welt, Amen. Herr, dürfen wir deine Söhne und Gott. Töchter heißen. Lob und Dank. Für das vollkommene Erlösungswerk, Halleluja. Für die vollkommene Befreiung und Heilung, danke ich dir innigst, Herr. Mein Gott. Schenke Gnade, o Herr, dass wir diese Freiheit, in dieser Freiheit bestehen, Herr. Oh Gott, oh Herr. Die du, Christus, für uns gemacht hast. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, Gott. Dass du auch den Träger des Wortes stärkst und segnest, gerade jetzt, in dieser Stunde, Herr. Oh Gott. Bewahre ihn jeden Tag täglich. Bitte. Schenke weiterhin Gnade, Herr, dass die letzte Botschaft weltweit ergeht, Herr. Ja, Herr. O Gott, du bist so treu. Wache weiter über deinem Wort, Gott. Über deinem Volk, Herr. Besonders auch über deinem Volk, Herr Israel. Mein Gott. Herr, segne uns weiterhin über Bitten und Verstehen. Halleluja. Segne weltweit, Herr. Oh. Dir sei Preis, Ehre und Dank. Halleluja. In Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Lob, Ehre und Preis. Zu kommen, dass wir vor der Gemeinde für ihn beten und in der Gnade des Herrn anbefehlen. Großer Gott, wir bitten für unseren Bruder, wir bitten für deine Gemeinde in Brasilien, in allen Ländern, in denen Portugiesisch gesprochen wird. Segne, segne, rufe, rufe heraus, o Herr, gebrauche all unsere Brüder im ganzen Lande und in Mosambik, Angola, in Portugal, überall, o Herr. Segne, segne und sei mit unserem Bruder, sei mit Bruder Lionel, sei mit all deinen Dienern im ganzen Lande und wir danken dir, geliebter Herr.
und bitten dich um deine Gnade und danken dir für deinen Segen, den du unserem Bruder geschenkt hast. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen. Halleluja sei gepriesen. Halleluja. Halleluja sei gepriesen, Herr segne uns jetzt. Amen. Der Gnade des Herrn befohlen bis zum nächsten Mal. Dankeschön.